Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Another Brick in the Mall. Wir müssen hier nochmal alles neu aufbauen. Na, nicht mehr alles, aber einiges leider. Wo hatte ich angefangen? So, glaube ich, ne? So? Nee. Ich glaube, ein weiter unten. So. Nein. So. Zack. Zack. Oder? Ich glaube schon. Zack, zack. Zack. So, ich glaube, so war das. Ich glaube, so war das aufgebaut. Klatschen wir noch Mülleimer hin. Und Pflanzen. Achso, ich könnte mal so. Typ A Pflanzen. Typ B Pflanzen. Nee, warte mal. Ich hatte hier noch einen Wasserspender stehen, ne? Hier und hier stellen wir die Wasserspender hin. So. Und dann hatten wir Mülleimer. Mülleimer. Hier, hier. Da, da. In den Ecken. Zack. Genau. Sehr gut. So, was hatten wir da stehen? Da hatten wir diese Dings stehen hier, ne? Die Regale hier. Zack. So. Wisst ihr was? Dann stellen wir nochmal so eine B-Pflanze dorthin. Und hier nochmal Mülleimer. Und noch mehr von diesen Regalen, bitte. Zack. Wieso ist das? Das ist jetzt doof. Ich glaube, ich mache das anders, oder? Ja, muss ich ja irgendwie. Irgendwie muss ich das ja anders machen. Das können wir nicht so lassen hier. Es sieht kacke aus. Das sieht verdammt kacke aus. Moment mal. Ich könnte hier eine einzelne Wall hin machen, ne? Hier dann. Eine einzelne Tür, meine ich. Und hier eine Wall hin. Dann kommt hier eine einzelne Tür hin. Wieso ist denn das jetzt hier so doof? Ach nee, warte mal. Vielleicht wenn die Tür da steht? Sieht das dann besser aus? Queues voll in der Start. Ja, da müssen wir jetzt erstmal leben. Restaurants und in Futterluke. Hä? Warum ist das denn? Kann es hier mal? Das ist ja ein bisschen doof gerade. So. Ja, jetzt sieht... Okay, jetzt ist okay. Dann brauchen wir hier eine Pflanze. Dann das hier weg. Könnten wir mal einen anderen... Machen wir hier mal so einen Teppich hin.
Achso, können wir einfach so. Zack. Ich glaube, das passt besser halt zu dem Umkleiden. Umkleideraum, sag ich mal. Das stört mich mit hier oben so sehr irgendwie, ne? Ich weiß nicht, ob ich da noch eine kleine Sache... ich glaube, ich ändere mal was. Ändere mal eine Kleinigkeit. Genau, mach das mal alles weg. Und hier eine Wall hin, bitte. Dann... Oh Mann. Das hier immer weg. So, genau. Dann machen wir das so, dass wir... hier jetzt nochmal alles voll klatschen. Zack. Und dort kommt noch ein Mülleimer hin. Klar, das sieht hier ein bisschen komisch aus, sag ich mal. Aber da können wir einfach eine Pflanze hinstellen. Die A-Pflanze, komm. Dann machen wir das gleiche einmal hier. Weil ich weiß nicht, das stört mich das hier, dass es so asynchron ist und das geht gar nicht. Das geht einfach nicht. Ja, ich weiß, dass das alles voll ist. Hallo? Stimmt, hier kann ja keiner weg. Hier kann ja keiner hin. Ähm. 15 lang, okay. Hier muss. Ach man. 2, 3, 4. War verdammt. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, zack. So, jetzt kommt hier hoffentlich, ja, da kommt einer, schön. Macht das weg, dann können die nämlich jetzt hier durch, zack. Haut da mal eine Wall hin, bitte. Schon besser. Und dann brauchen wir noch Objects, das hier. So haben wir hier einen Platz. Das heißt, wir machen das hier so hin. Nee, warte mal. Es kommt ja alles hier so hin, ne? Ist richtig. Ja, Eingang frei. Dann wird das nur hier gleich wieder ein bisschen asynchron. Asynchron, ja genau, asymmetrisch. Ich muss das hier alles nochmal wegreißen. Das hier. Das kann ich nicht so akzeptieren. Ich brauche diese Symmetrie. 1, 2, 3, 4. Das heißt, das hier kommt auch nochmal weg. So, das heißt, hier ist die Wall richtig. Warte mal, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier sind 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 in einer Reihe. Okay, das heißt, der muss nochmal weg. Mach mal kurz das alles hier weg. Nein, die Pflanze nicht. Die Pflanze kann da stehen bleiben. So, dann baue ich das jetzt alles nochmal genau so auf, wie es auf der anderen Seite auch ist. Das heißt, hier kommt ein Mülleimer hin. Das heißt, 1, 2, frei, hier kommt Mülleimer hin. Und hier.
Das heißt, hier kommt eine Wall, da kommt überall Wall. Hier eine und dann runter bis da. Kann ich das hier auch alles... Nee. Ah, das muss auch weg. Ah, Remove Foundation. Okay, gut. Zack. Zack. Passt. Sieht zwar jetzt ein bisschen komisch aus, aber dafür ist es synchron. Symmetrisch. Nicht synchron, symmetrisch. Zack. 1, 2, 3. Genau. Zack. Perfekt. Och Gottchen, ey. Das war eine schwere Geburt. Könnten wir sogar noch... Nee, das lassen wir so. Super. Okay. Okay. So, was kann hier denn alles an Clothing hin? Man Shoes, Woman Shoes, Man Underwear, Woman Lingerie. Okay. Was sind denn die Needs? An Clothing. Männerschuhe und Frauenschuhe. Oh, beides. Ziemlich viel. Wenn er schon mittlerweile mehr, okay. Das heißt, Moment mal, wir haben 1, 2, 3, also 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 und das sind nochmal 10, also 38. Ist das circa gleich? Nee, ne, ist ein bisschen weniger. Das ist ein bisschen weniger. Das durch 4. 38 durch 4. Geht nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Nee, machen wir mal... 10 Manschus. 9 und 9. Nee, machen wir 11 mal Männerschuhe. 10 mal Woman Shoes. Ja, okay. Passt. 11 mal. Ja, gut. Das sind 7, 8, 9, 10, 11. Dann machen wir diese Reihe komplett mit Männerschuhen voll. Clothing, Man Shoes. Man Shoes. Man Shoes. Man Shoes. So. 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 Wir dürften das dann 12 Mal insgesamt haben, ne? Richtig. So, wie oft haben wir es jetzt? Wie? Ja, relativ wenig. Das heißt, eigentlich müssten wir das Blaue auf die... Oh Gottchen, ey. Okay, egal. Das hier unten sind 6. Wir brauchen 10 mal Frauenschuhe. Das könnten wir 10 mal machen, ne? Und was sind... Okay, nein, dann machen wir hier Frauenschuhe hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Danach war's Man Underwear. 9 mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und der Rest Woman Lingerie. Genau. Zack. 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 Super. Dann würde ich gern aber die hier unten nochmal einmal abreißen. Weil ich nicht mehr weiß, was ich da hingeklatscht habe. Und deswegen will ich das nochmal neu hinbauen.
Auf diesen Teilen kann man was alles draufsetzen. Ja, den Rest. Jackets und Coats habe ich wieder, wie es aussieht, dahin. Ja, darauf gehauen. Klatscht. So. Sehr gut. Okay. Dann. Wo können wir eigentlich... die werden auf diesen Tischen gebaut. Gebaut, ausgestellt, verkauft. Ja, die kommen dann woanders hin. so gut. Hier brauchen wir am meisten Dresses. Okay. Dann Jackets. Wie viel haben wir davon? Davon haben wir dann auch 38, ne? Aber diesmal durch 1, 2, 3, 4, 5, 6 auf 6 aufgeteilt. Okay, wir brauchen am meisten Dresses. Das heißt, ich würde sagen 8 mal Dresses. 7 mal sind 17. Ne, 15. Was? 15. Dann 6 mal T-Shirts. Wären 21. Ne, dann können wir sogar Dresses 9 mal. 17. 23. 28. 32. 35. Da fehlen 3. Jetzt habe ich falsch gerechnet. Scheiße, stimmt. 9 mal. Ach, doch 17. Ja. Warte mal. 9 mal? 8 mal sind 17. Plus 7 sind 24. 6, 30, 35, 39. Shit. Ja, aber das passt. Dann fangen wir Dresses 9 mal an. 9 mal Dresses. Wieso ist der nicht gebaut? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das passt. Klatschen wir unten Dresses hin. Jackets und Coats. Die haben wir dann wahrscheinlich drüben, ne? Ja, haben wir drüben wahrscheinlich. Okay. Dress. Dresses. Noch mehr. Das heißt, wir dürften dann 10 haben, genau. Jetzt haben wir sie doch nicht mehr, hä? Okay. So, 10 mal, okay. Dann war's 8, nee. Wollte ich nicht 9 mal? Nee, 9 mal, ja, 9 mal haben wir auch. Okay, gut. 8 mal Jacken. Okay. Das machen wir, hier sind 7, ne? Das passt doch perfekt. Jackets 8 mal. Zack. Zack. Hier haben wir dann 9 stehen, genau. So, dann 7 mal Shirts. 7 mal Shirts. Machen wir das hier. Shirts. Zack. 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 Haben wir hier eine 8 stehen, genau. Danach sind es Hosen. Dann T-Shirts. Also 6 mal Hosen, 5 mal T-Shirts. Alles klar. 6 mal Hosen machen. Zack. Zack und zack. 5 mal T-Shirts. Ja, und dann nochmal 3 mal Coats, weil Coats will keiner haben. So, hätten wir das schon mal fertig. Alles klar. Meine Güte. Das war eine schwere Geburt. So, wie viel haben wir denn hier jetzt frei? Ich glaube, wir haben hier 3 frei, ne? 1, 2, 3. Sieht so aus wie 3. Ich guck mal kurz. 1, 2, 3. Ja, 3 frei. Das hier einmal bitte wegmachen. Danke. Ich glaube, das hier ist auch noch assigned. Keine Ahnung. So, dann brauchen wir 3. 3 da, okay. Wie viel runter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich muss jetzt erstmal wieder was abreißen. Remove Foundation. Das weg. Haben wir 3, ne? Ja, 1, 2, 3. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das hier auch noch weg.